erste Hürde der zweiten englischen Woche in Aalen genommen. Die nächste wird Königsblau. Steht auf Schalke unangenehm. S04 steht unter Zugzwang nach der Niederlage im Pott. Prestigeduell. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung aus den 2 Jahren Schalke, wenn du ein Derby verlierst, knallt's richtig in Gelsenkirchen. Ja, das ist eine unangenehme Situation für die Spieler, die wollen sie schnell loswerden. Aber der Druck ist natürlich groß, den jetzt die Schalker Spieler haben und die Verantwortlichen dort. Das ist ja keine Frage. Hochdruck in Gelsenkirchen. Die TSG kann überholen. Schalke abrutschen. System, Formation, Spielidee. Alles wird in Frage gestellt. Wissen Sie, jedes Spiel ist wichtig, weil man spielt um 3 Punkte. Wir wissen natürlich, dass das Hoffenheim hinter uns ist. Aber es geht darum, was wir machen müssen, um das Spiel zu gewinnen und nicht daran denken, was passiert, wenn wir verlieren. Wir müssen positiv denken und ich glaube, das ist die Mitteilung oder die Nachricht, die ich der Mannschaft gegeben habe. Positiv bleiben, trotz zuletzt 3 Bundesliga-Partien ohne Sieg. Die erste Begegnung der Saison verlor Schalke in Sinsheim 1:2 und die TSG mit einer Art Lauf. Natürlich Spiel angeschaut und die Mannschaft von Hoffenheim analysiert, ist natürlich sehr konterstarke Mannschaft darauf haben wir uns diese Woche vorbereitet. Ist auch technisch sehr gute Mannschaft, die gerne Tore schießt, aber auch Tore kassiert. Also ist so eine ausgeglichene Mannschaft. Gibt dir etwas und ist natürlich auch gefährlich nach vorne. Aber es geben dir auch Chancen. Auf Schalke allerdings nicht viele. 14 Pflichtspielduelle gab es bisher zwischen Blau-Weiß und Königsblau. 6 davon gewann Hoffenheim. Der FC Schalke nur 4. Aber dieses Mal ist alles anders. In Gelsenkirchen wird umgebaut. Sehr schwierige Situation, weil es wieder mal so ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist fast immer so, wenn wir zuletzt gegen Gegner spielen, sind immer besondere Konstellationen. Ich denke, Wolfsburg war da, Schüre, dann neu. Stuttgart war unglaublich unter Druck, wo sie gegen uns gespielt haben. Dann war die Situation mit dem Mainzer Trainer, der da neu war. Jetzt sagt der Schalker Trainer, dass er eigentlich gerne was ändern möchte und alles überdenkt vor dem Spiel gegen uns. Ob 5er, 4er oder 3er-Kette, ein bisschen Ungewissheit, hier und da eine besondere Konstellation, gehört wohl dazu in der letzten Zeit. So dann eben auch auf Schalke.